Susan Sideropoulos hat ihre Mutter im Teenageralter an Krebs verloren. Wie das ihre Lebenseinstellung geprägt hat, verrät sie im Interview am Dienstag, 22. Februar 20.15 Uhr, geht bei Vox und online via RTL Plus, Showtime of My Life, Stars gegen Krebs in die nächste Runde. Nach der Auftaktfolge Men's Night am vergangenen Dienstag machen dieses Mal in der Ladies Night 8 prominente Frauen auf die Krebsvorsorge aufmerksam. Unter ihnen ist auch Schauspielerin Susan Sideropoulos, 41, die ihre Mutter im Teenageralter an die Krankheit verloren hat. Welchen Einfluss das auf ihre Lebenseinstellung hatte und wie sie die Dreharbeiten für Showtime of My Life erlebt hat, hat sie der Nachrichtenagentur Spot on News im Interview verraten. Sie haben ihre Mutter als Teenager an Krebs verloren. Inwiefern hat sie das geprägt? Was haben sie aus der Zeit der Trauer für das Leben mitgenommen? Susan Sideropoulos, ich glaube, wie sehr einen das geprägt hat, erkennt man immer erst rückblickend. Ich habe im vergangenen Jahr mein erstes Buch geschrieben, Rosarotes Glück. Darin habe ich eine Menge verarbeitet, indem ich alles einmal heruntergeschrieben habe. Und natürlich findet auch dieses Kapitel meines Lebens in dem Buch statt. Und als ich das dann alles so aufgeschrieben hatte, habe ich gespürt, welchen großen Einfluss das auf mein Leben hatte. Zum einen glaube ich, dass ich in diesen jungen Jahren unbewusst ziemlich viele Entscheidungen getroffen habe, durch die ich das Leben einfach nochmal anders schätzen konnte. Ich habe gelernt, den Tag mehr wertzuschätzen und Chancen mehr zu ergreifen. Mein positives Mindset, das ich schon immer hatte, ist dadurch stärker geworden. Ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit einem Schicksalsschlag umzugehen. Man kann für immer wütend bleiben und sagen, ich hasse das Leben dafür, dass es mir sowas angetan hat. Oder man geht in die andere Richtung und sagt, mir ist jetzt schon so eine Scheiße passiert. Jetzt suche ich die Sonnenseite des Lebens und weiß diese dann auch viel mehr zu schätzen. Das ist das, was bei mir passiert ist.